Hey Leute und willkommen zur ersten Seed-Vorstellung auf meinem Kanal. Vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, ich habe vor ungefähr einem halben bis einem Dreivierteljahr, Ende 2011 war das, glaube ich, ein Video hochgeladen, was heißt Minecraft Best Seeds 1.8. Da habe ich die besten Seeds, also die fünf besten Seeds, die ich damals gefunden habe, in der Version 1.8 vorgestellt und euch gezeigt, Musik hinterlegt. Allerdings wollte ich früher schon eine Serie starten, wo ich euch einfach wöchentlich einfach so den besten Seed vom jeweiligen Snapshot beziehungsweise von der jeweiligen Version, die damals aktuell war, vorstelle. Zu der Idee bin ich aber nie irgendwie wieder zurückgekommen, weil ich sie teilweise vergessen habe beziehungsweise einfach keinen Bock darauf hatte. Und deswegen habe ich mir jetzt letztens mal wieder hier zur Hand gefasst und habe mir gedacht, komm, nimmst du das mal auf. Das heißt, es wird nun, wöchentlich beziehungsweise alle zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen unregelmäßiger, immer mal so ein Seed-Showcase beziehungsweise eine Seed-Vorstellung auf Deutsch übersetzt kommen, wo ich euch einfach irgendeinen Seed vorstelle, den ich ganz toll finde beziehungsweise den ich entdeckt habe. Der wird dann immer in der 1.2.5 sein oder dann in der 1.3 oder vielleicht auch mal in irgendeinem Snapshot. Und da ist das jetzt auch schon ein Aufruf an euch, und zwar, wenn ihr irgendwelche Seeds wisst, die ich vielleicht vorstellen soll, damit ihr auch andere sehen, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde euren Namen dann auch nennen. Das heißt, so ein kleines Tribut an euch, wenn ihr mir dann ein paar Seeds in die Kommentare schreibt, die werde ich dann vorstellen, euren Namen nennen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich weiß auch, dass schon tausende YouTuber so etwas machen, und ich finde einfach, in Deutschland habe ich jetzt noch keinen gefunden, der das gemacht hat. Von daher werde ich das jetzt einfach mal probieren, wie das so bei euch ankommt. Deswegen, wenn ihr mehr davon wollt, einfach Daumen hoch geben. Wenn ihr Scheiße findet, Daumen runter. Ganz normal, so wie immer bei einer neuen Serie. Der Seed, den ich euch heute vorstelle beim ersten Mal, heißt Wood Planking. Habe ich unter einem Seeds-Video gefunden. Von einem User, der jetzt nicht ganz so viele Abonnenten hat. Den Name, das ist irgendein Amerikaner, von dem ich den Channel aber nicht mehr gefunden habe, weil er seinen Channel entfernt hat. Der Kommentar war allerdings noch da. Aber kommen wir jetzt erstmal hier zum Seed-Showcase. Warte, ich schmeiß mir den Block da weg, der ist erschrecklich. So, also Seed-Showcase. Ihr spawnt hier direkt in so einer schönen kleinen, in so einem schönen kleinen Wald. Ich bin ja mehr so der Typ, der so dieses gute alte Minecraft besser findet. Allgemein so diese ganzen Bäume. Da hinten haben wir das auch nochmal. Die schönen alten Bäume hier. So ein kleiner Hügel. Überall Tiere, Blumen. Also das ist echt so schönes altes Minecraft da hinten. Allerdings, wie ihr schon seht, direkt ein Dschungel. Also eins der neueren Biome findet man hier an. Hier ist auch ein klitzekleines Schneebiom. Das ist nicht so groß. Das ist nur... Oder warte, doch, es ist doch ein bisschen größer. Es zieht sich doch bis nach da hinten. Oh, bis dahin bin ich noch gar nicht hingeflogen. Naja. Jedenfalls ganz interessant, dass wir hier so ein bisschen halt normale Erde haben. Also normales Gras. Da hinten dann so ein Wald. Hier ein Schneebiom, hier ein Dschungel und da hinten direkt eine Wüste. Also quasi alle Biome, die es gibt, direkt aneinander. Außer halt ein Mushroom-Biom. Aber das ist erstmal egal. So, ihr könnt euch daran erinnern, wir sind hier gespawnt, da relativ genau. Hier haben wir direkt ein Dorf gefunden. Mit halt auch so ein paar coolen Sachen. Wie zum Beispiel hier haben wir... eine Schmiede, wartet mal, lass mich mal... Na, geh weg. So, hier haben wir eine Schmiede. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt irgendwelche Items finden. Eigentlich hat eine Schmiede ja immer irgendwelche... Ja, guckt mal hier, hier ist sofort ein Eisenschwert drin, Obsidian, Gold, Eisen und was zu mampfen. Also habt ihr sofort ein paar witzige Sachen, mit denen ihr hier anfangen könnt. So ein kleines Starter-Kit. Dann ganz geil, hier hat man sofort ein pinkes Schaf. Das ist bei jedem in der Welt drin. Ich habe die Welt jetzt, glaube ich, dreimal neu geladen, habe geguckt. Aber dieses Schaf ist wirklich dann bei jedem drin, also auch bei euch. Allgemein relativ viele Mobs, wenn man da mal so hinguckt. Da hinten müsste noch irgendwo eine Pyramide sein. Die habe ich allerdings nicht gefunden. Das meinte mir der Typ. Da haben wir so einen komischen Brunnen, der jetzt auch neu dazugefügt wurde. Hier, wie schon gesagt, so ein paar Kürbisse, die ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Also wir sind da gespawnt. Hier ein NPC-Dorf. Hier haben wir dann direkt eine Schlucht, was ich sehr geil finde. Warte, hier ist irgend so ein Bug von den Farben. Ah ne, doch nicht, der ist jetzt weg. Das ist hier ganz cool. Und zwar ist das eine relativ kleine Schlucht, sage ich mal, aber es gehen überall in die Seiten hier so kleine Wege rein, wo es dann weitergeht in den Höhlen. Zum Beispiel hier auch oder da. Hier oben ging auch irgendwo ein Weg rein. Warte, hier war das, genau. Dann hier, hier nach unten glaube ich auch noch, weil hier geht noch eine andere Schlucht mit rein. Also das ist schon echt cool, wie viele Schluchten hier allgemein aneinander grenzen und wie viele Wege da aneinander sind. Also ihr seht schon, das ist schon krass mit den ganzen Schluchten hier. Oh, jetzt fließt hier Wasser runter, das ist ja schön. Naja. Jedenfalls hier ganz, ganz viele Schluchten aneinander. Hier das erste NPC-Dorf und nun wartet mal ab. Ich muss mal kurz ein wenig nach da hinten fliegen. Ihr wisst immer noch, da sind wir gespawnt. Also ich sagte, ich wiederhole das einfach mal die ganze Zeit, damit ihr wisst, wo ihr hingehen müsst, weil dieses Dorf ist halt direkt daneben. Da ist sofort das Dschungelbiom.
Hier haben wir so einen kleinen See, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist auch schön. So im Berg drin, so ein kleiner See. Auch ganz cool. Da haben wir direkt das nächste NPC-Dorf. Da komme ich aber gleich zu, weil hier haben wir noch eine Schlucht, die jetzt nicht allzu tief ist, aber es ist eine Schlucht. Naja, es ist jetzt schon so die fünfte Schlucht oder so in dieser Welt. Die erstreckt sich ja an diesen Abhang her. Also die ist auf jeden Fall lang, aber nicht so tief. Und bei diesem NPC-Dorf finde ich erstaunlich, dass das wirklich so lang ist. Wisst ihr, das geht von da, da rum bis nach da hinten. Also ganz interessant. Und ganz komisch finde ich auch das hier, also dieses Loch. Das habe ich auch noch nie gesehen in einem NPC-Dorf, weil dieses Loch ist da, weil das hier in eine Höhle grenzt. Wartet mal, ich glaube, wir können hier hinten aus der Höhle auch einfach wieder rausgehen. Ja, genau. Und hier ist auch ganz witzig, hier haben wir so einen komischen Streifen. Naja. Also, erster Seed, Wood Planking, steht auch unten in der Beschreibung ganz oben. Man hat zwei NPC-Dörfer, da und da. Man hat, Wo war die Schlucht? Da war die Schlucht, glaube ich. Ja, man hat da hinten eine Schlucht, in der ganz viele andere Schluchten sind. Und da hat man auch noch eine Schlucht. Und man hat halt hier, was ich ganz interessant finde, alle Biome, die es gibt, aneinandergereiht direkt. So, ich gehe mal wieder zurück zum Spawn. Also hier spawnt ihr. Und ich würde sagen, in dieser Welt, beziehungsweise bei diesem Seed, ist wirklich für jeden was dabei. Größtes Highlight natürlich das pinke Schaf da hinten. Naja, also, wenn ihr die Serie geil findet, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr andere Seeds wisst, die ich vielleicht mal vorstellen soll in einer der nächsten Folgen, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!